Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feuerwerksimulator. In der Vergangenheit haben wir die eine oder andere Atombombe gezündet. Oh, oh, alles klar. Und am heutigen Tag habe ich weitere Bomben mitgebracht. Denn es gab scheinbar ein kleines Update. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal den Explosive Launcher. Warte mal, den will ich mir mal kurz angucken. Junge, was bist du? Sag mal, das hat ja kaum noch was mit dem Feuerwerkssimulator zu tun, sagte er, während er eben gerade noch über Atombomben sprach. Oh, Alter! Alter! Was geht an? Junge, was bist du? Alter! Sag mal, wann hört das denn auf? Stopp! Bitte hören Sie auf, meine Welt! Ich wollte doch, sag mal, ich wollte doch... Alter! Junge, übertreib doch einfach mal nicht. Ich schwöre, ich hab das Ding... Alter, ich hab das Ding nicht vorher getestet, beziehungsweise ich hab's eben gerade noch nicht mal gesehen. Sonst, Alter, sonst hätte ich mit denen aber auch ein bisschen für später aufgehoben. Sag mal, jetzt ist Stopp! Hör auf! Ist okay! Kann ich dich stoppen, Alter? Nee, ich kann mit dem... Ich glaube, es hat aufgehört. Ich glaube, es ist Stopp, Leute. Das gibt's nicht. Das hier ist einfach alles... Alles wurde komplett zerfetzt. Der Supermarkt. Ein Trümmerfeld. Hier hinten. Hier stand mal ein Haus. Da hinten stand mal ein Supermarkt. Das Auto hier, alle Reifen weggefetzt. Ja, gut. Das ist auf jeden Fall mehr eskaliert, als ich dachte. Aber ein paar Häuser stehen noch. Alles gut bei dir? Du zappelst ein bisschen. Das Haus, auch wenn es stark verwüstet wurde, steht noch. Weil soweit ich mitbekommen habe, ist es ja so, dass es auch komplett weggesprengt werden kann. So wie alles mittlerweile auf der Map. Aber ich würde sagen, dass wir dann doch nochmal einen Neustart wagen. So, Leute, was ich euch eigentlich zeigen wollte, weil das finde ich ganz interessant und ich weiß nicht, ob ich mir das richtig vorstellen kann, eine EMP-Rocket, was ich nicht ganz verstehe. Ah, alles klar. Weil EMP ist doch so elektromagnetische Superrakete. Also, rein theoretisch dürften dann nur hier die Lichter ausgehen. Oder verstehe ich das falsch? Weil eine Atombombe, Megazerstörung und die hier, ah, alles klar. Gut, ich würde sagen, wir zünden es einfach. Oh. Jawollo. Es geht los. Das Ding startet. Ja, bisschen am Wackeln. Aber es geht nach oben. Oh, guck mal, das ist richtig schön, der Mond. Oh, die kriegen leichter Linksdrall, wie ich manchmal beim Pinkeln. Aber... Da ist... Doch, sie dreht. Ich glaube, sie kommt wieder zurück. Sie kommt zurück. Sie kommt runter. Ich habe sie aus den Augen verloren. Nee, da kommt sie, da kommt sie. Aufprall! Als ob. Das ist ja geil. Die Lichter. Alles ist ausgegangen. Warte mal, geht meine Taschenlampe? Ja, meine... Die dürfte doch eigentlich auch nicht mehr funktionieren, oder? Krass. Es ist einfach alles hier vorne, die ganzen Lichter. Es ist komplett dunkel. Dann lass uns doch mal Magic Sky, damit das... Oh, nee. Okay, Magic Sky ist umgefallen. Zack, so müssen wir das. Ja, los, Magic Sky. Erhelle unsere wunderschöne Stadt. Alter. Nicht schlecht. Oh, was ist da vorne los? Warum leuchtet das Schild noch? Müsste das nicht auch dunkel sein? Oder gibt es irgendeine Chemikalie, die trotzdem noch weiter glüht? Naja, ich springe jetzt kurz nochmal die Tankstelle, weil das ist eine Tradition. Ach ja, übrigens, wir haben auch noch The Ultimate One. Interessant. Die Zarbombe werde ich, glaube ich, auch nochmal hochjagen. Was haben wir denn hier? Die Rowul-Missile? Ja, komm. Wir machen jetzt den absoluten Klassiker, Leute. Wir nehmen den Paul Luton. Ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe hier drin in dem Spiel meinen eigenen Böller. Was ich unfassbar geil. Hot Dogs! Die sind neu. Oh, und Freeze. Ey, kennt ihr Slushies? Slushies sind richtig lecker. So einen hatte ich bei meinem Gamescom-Vlog aus 2022. Hier ein Clip. Ich habe einen Slushie. Aber der Stand ist, der nach Apfel schmeckt. Aber der schmeckt nach Waldmeister. Und nicht das leckere Waldmeister. Aber egal.
Den gab's nämlich umsonst. So. Go, los, Paludens! Erhält diese Stadt! Bringt ihnen ihren Glanz zurück! Hallo? Sag mal, diese blöden Paludens. Da kommt halt Mr. Boom. Und Mr. Boom muss dann die Paludens sprengen, Alter. So, hier. Ihr kleine Enttäuschung. Lauf, 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 lauf! Oh, Alter! Paludens? Paludens! Die Hotdogs sind noch... Sag mal, warum sind die denn nicht alle exploded? Jetzt hab ich ihn aus Versehen aufgehoben. Naja, gut. Was will man machen? Ich würde sagen, wir wagen nochmal einen Neustart. Denn jetzt werden wir The Ultimate One zünden. Oh, guck mal, wie schön die Stadt ist, wenn hier nicht so eine EMP-Bombe explodet. So, dazu müssen wir in den Workshop gehen. Okay, das sieht interessant aus. The Ultimate One. T-U-U. Was bedeutet das? T-U-U? Könnt ihr mich gerne aufklären? The Ultimate One. The Ultimate One. Ja, Start. Oh. Möchtest du die Launch-Sequenz initiieren? Ja. Oh, jetzt geht's ab. Was? Jetzt geht's ab. Ja. Wer und jetzt? Warte mal. Hä? Junge, warum bin ich plötzlich freaking Superman? Ich kann fliegen? Junge, was zur Hölle? Warum kann ich plötzlich... Die Bombe lässt einen fliegen. Das ist ja geil. Junge, ich kann jetzt... Oh, das feiere ich. Warte mal. Dann lass uns nochmal. Wir zünden die Zar-Bombe. Ich kann keine Bombe platzieren. Junge, warum darf ich die nicht platzieren? Kurze Frage, bin ich tot? Junge, ich kann ja nichts mehr. Christmas is coming, ich kann nichts platzieren. Ich kann unter die Welt fliegen. Hier oben, Alter, das ist cool. Hier ist ein riesiger, warum ist hinter dem Berg ein riesiger Flamingo? Oh, was steht hier? Hallo, du hast den großen Flamingo gefunden. Oh ja, chillig. Ja. Gut, also ich würde sagen, wir brauchen noch mal eine Atombombe. Oh, ich weiß, was ich mache. Neustart. Ich werde die Bombe gleichzeitig mit der Atombombe zünden, sodass ich fliegen kann und dann fliege ich in die Atombombe. Warte mal ab, ich glaube, das schaffe ich. Guck mal. Und zwar, warte mal, ich muss kurz was testen. Und zwar, wie lange die Zar-Bombe braucht. Warte mal. Ah, nicht EMP. Oh, nee. Oh, die geht zu schnell. Ja, da kommt ein Knödel, kommt runter. Ja, aber es brennt ja alles nur ein bisschen. Wir hatten noch die andere Atombombe. War das die hier? Eine, die richtig Krawall gemacht hat. Die geht auch nach oben. Welche war das? Die so aus, so... Oh, sie kommt zurück. Sie kommt zurück. Junge. Oh. Junge, ich hab mich richtig erschreckt. Ich dachte, das wäre... Alter, okay. Ja, ein bisschen was zerstört, aber es wurde noch nicht alles in Schutt und Asche gelegt. Was bist du denn für eine? Ey, ich kann mich doch an eine Rakete erinnern, die auch so... Oh. Geiler Sound, wie sie so nach oben fliegt. Ja gut, aber das ist jetzt nicht so krass. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss die Zar-Bombe, die muss ich hier unten... Warte mal. Okay. Wir machen das so. Ich hab jetzt einen Plan. Da vorne ist ja so ein Familienhaus. Da werde ich die Bomben platzieren. Hier. Weil dann können die gar nicht erst nach oben fliegen, sondern explodieren. Die Atombombe explodiert dann auf dem Boden. So, wir machen das vielleicht einfach im Kinderzimmer. Hier vorne. Easy going. Wie man es halt macht. Zwei Zar-Bomben. Die werden hier gezündet. Aber genau, ich muss das folgendermaßen machen. Ich werde die Bombe zünden. Die hier. The Ultimate One. Weil dann kann ich fliegen. Launch. Nein! Ach, dann kann ich, wenn ich die launche, kann ich schon fliegen. Warte mal. Kann ich jetzt? Nee, warte, jetzt hör doch mal auf. Ich muss zur Atombombe. Ja, ich werde die nicht zünden können hier drin. Wo sind die? Wo sind die Dinger? Hier liegen sie. Doch. Wenn ich sie platziert habe, kann ich sie schon zünden. Wir fliegen hoch. So, jetzt warten wir darauf. Boah.
Warum liegt denn nicht die ganze Stadt in Schutt und Asche? Wir haben doch hier eine Atombombe gezündet. Ah, hier ist die Nuke. Das ist der dicke Willi. Warte mal. Ja, ja. Okay. Alles gut, alles gut. Aber es ist alles gerettet. Ich muss zwar übertrieben auf die Toilette pinkeln, aber das müssen wir jetzt machen. Da geht kein Weg dran vorbei. Ich zeige euch das, Leute. Jetzt wird zerballert. Jetzt wird wirklich zerballert. Ich sag's euch. Hier kommt Ultimate One. Bumm. So, easy. Dann wieder im Kinderzimmer. Hier neben der PlayStation 5. Feuerwerk, wo ist sie? Wo ist das Ding? Da. Hier kommt die Nuke rein. So, ja, chill. Zack, so. Jetzt schnell hier hin. Anzünden. Ja, genau, jetzt ist der Sound auch da. Oh, wir haben so einen geilen Blick von hier oben. Let's go. Alter, wir können sogar versuchen, noch höher zu fliegen. Da, der Atompilz. So haben wir den echt noch nie gesehen. Oh Junge, das ist das, was ich meinte. Guck mal, die ganzen Häuser sind nur noch Schutt und Asche. Kein Haus steht mehr. Und das, würde ich sagen, war eine erfolgreiche Explosion. Leute, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, schaut gerne den Like rein. Hier sind noch weitere Videos. Schaut auch gerne auf paluten.shop für Mini-Paluten und vieles mehr. Und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.